Junge Sportart. Chuck heißt das Spiel, eben weil der Ball immer Chuck macht, wenn er mit voller Wucht auf das Trampolin, in der Fachsprache Frame, geschossen wird. Ganz simpel die Idee. Jede Mannschaft darf, egal auf welchen Frame, werfen. Einen Punkt gibt es, wenn der Gegner den zurückprallenden Ball nicht fangen kann. Ganz ähnlich wie Handball also und mit raffinierten Spielmöglichkeiten, weil es plötzlich ja auch in die ganz andere Richtung gehen kann, wenn man sich dort verspielt. Meisterhaft demonstriert von den Chuck-Ball-Damen aus Nationalchina. Der tückische Unterschied zu den anderen Ballspielen, hier zappelt die Lederkugel nicht freundlich im Netz nach dem Schuss, das Trampolin katapultiert sie immer wieder zurück. Deshalb müssen auch Profis mit Damen in Plan erfolglos allerdings. Zwischen den besten beiden Teams der Frauen liegen Welten, vielleicht weil aus Taiwan auch der Präsident des Internationalen Verbandes kommt, der sich sogar mit seinem großen Privatvermögen für diesen Sport stark macht. Nicht angegriffen und auch nicht am Schuss gehindert werden. Auch erst könnte diese eigentümliche Mischung von Hand- und Volleyball über den Schulsport eine Zukunft haben. Denn es bleibt ein schnelles Spiel, auch wenn man nicht diese raffinierte Technik der Profis hat.